So, weiter geht's. 11. Dezember. Oh, irgendwie verblutet hier. Marc sah sich die Konstruktion genau an. Zuerst dachte er, das Wasser würde sich im blauen Becher sammeln, doch dann entdeckte er, dass es gar keine Verbindung zu diesem Becher gab. Er war geschlossen und das Glasrohr endete somit in einer Sackgasse. Stattdessen würde die Flüssigkeit sich weiter nach rechts verteilen, bis sie ganz unten ankam. Wo war denn der blaue Becher? Das war noch gar nicht so weit hin, ne? Ja, das ist natürlich richtig. Gut, haben wir das geklärt? Bla, rot, so. Er hob das Glas an und sah, dass jemand auf dem Boden ein Zettel mit der Zahl 962 geklebt hatte. Die entsprach der Lagune und so machte Mark sich eilig auf den Weg. Die Höhle hatte einen Hinterausgang, sodass Mark nicht mehr den Weg des Taipans kreuzen musste. Wobei man nicht weiß, ob da nicht noch mehr rumdurfen. Aber gut. Sein Marsch führte ihn durch dichtes Grün vorbei an einer ganzen Gruppe Kokospalmen. Mark schaute kurz nach oben und beeilte sich dann, die hohen Pflanzen hinter sich zu lassen, da er keine Lust hatte, dass ihm auch noch eine herabfallende Nuss den Schädel zertrümmerte. Schon ziemlich außer Atem entdeckte er in einigen Metern Entfernung auf dem Weg eine Gestalt sitzen. »Sophie, da bist du ja. Alles in Ordnung bei dir?« Als er näher kam, sah er, dass sie sich das Bein hielt und ihn missmutig anschaute. »Ich lebe noch, falls du das meinst, aber sieh dir das mal an.« Sie krempelte ihr Hose ein Stück nach oben. Ein Blutegel hatte sich an ihrer Wade festgesaugt und Sophie versuchte, ihn mit angewiderter Miene zu entfernen. »Ich würde es mit Feuer versuchen.« »Keine Sorge«, versuchte Mark, sie zu beruhigen. »Die Dinger sind ungefährlich. Sie lauern gerne auf Blättern und...« Dschungelwegen auf ihre Beute. Er kramte in seinem Rucksack und zog dann aus seinem Geldbeutel eine EC-Karte hervor, die er vorsichtig unter den festgesaugten Kopf des Tieres schob. Als er den Egel abgelöst hatte, schnippte er ihn schnell auf die feuchte Erde. Die Wunde, die zurückblieb, blutete. Doch Sophie ignorierte sie und rollte ihr Hosenbein wieder herunter. Gemeinsam gingen sie weiter und Mark erzählte von seiner Begegnung mit der Schlange. »Wow, da hast du aber ganz schön Glück gehabt, dass das Biest vor dir mehr Angst hatte, als du vor ihm«, kommandierte sie mit einem Grinsen. »Wo ist eigentlich Turm?«, wollte Mark wissen. »Wir waren noch gleich auf, als wir an der Höhle ankamen, aber dann hat dieser Idiot natürlich sein eigenes Süppchen gekocht und hat mich stehen gelassen, nachdem er sich alle kurz auf den Gläsern angeschaut hatte.« Sie zuckte mit den Schultern. »Naja, zumindest hat er so nicht ungesehen die ganze Konstruktion zerstören können, bevor einer von uns da war.« »Würdest du ihm das zutrauen?«, fragte Mark. »Ich würde Tom alles zutrauen.« Sie seufzte. »Tom ist Senior Vice President in einer großen Unternehmensberatung. Ziemlich steile Karriere und das nicht nur dank seiner großen Klappe und seiner Skrupellosigkeit.« Toms Vater ist eine große Nummer im Bankwesen. Wie kann es sein, dass sie hier einen Absatz machen und hier geht quasi die Anführungszeichen? Also das ist doch ein Dialog. Das gehört doch zu ihrer Sprechblase. Ich verstehe das nicht. Toms Vater ist eine große Nummer im Bankwesen. Da sind manche Bewerbungsgespräche gar nicht mehr nötig. Mark spürte, dass Sophies Abneigung gegen ihren Cousin tief verwurzelt war. »Manchmal ist es aber auch gar nicht so einfach, mit einer übergroßen Vaterfigur umzugehen«, warf Mark ein und dachte an seinen eigenen Vater, der unter Tiberius Tuscher mehr gelitten, als von ihm profitiert hatte. »Mag sein, aber ich habe mir eben alles selbst erarbeitet, habe von meinen Eltern keinen Cent fürs Studium bekommen, geschweige denn für meine Unternehmensgründung. Ich kann dir sagen, es ist eine beinahe unmögliche Mission, Männer von einem Investment in dein Projekt zu überzeugen, wenn sie nur auf deine Beine schauen.« Da musst du manchmal wirklich mit harten Bandagen kämpfen, wenn du ernst genommen werden willst. Oder mit ihnen ins Bett gehen. Mark sah Sophie von der Seite an und fragte sich unwillkürlich, ob sie die Haare so kurz trug, um nicht zu weiblich zu wirken. Ihre Entschlossenheit imponierte ihm. Doch was wäre sie in letzter Konsequenz bereit zu tun, um ihre Ziele zu erreichen? Und was war das schmutzige Geheimnis, das Torben vorhin erwähnt hatte? Doch einen Verbündeten brauchte er auf dieser Insel, es blieb ihm also nichts anderes übrig, als ihr zu vertrauen. Während sie weiter in Richtung Gune marschierten, überprüften beide ihren Handyempfang jedoch erfolglos. Mark berichtete, dass er auch in der Villa die Polizei nicht hatte verständigen können und dass Cecilia und Michael verschwunden waren.
Als er Sophie gerade nach seinem Großvater und dessen Forschungsprojekten befragen wollte, kamen sie an eine Weggabelung, die sie vor eine schwere Wahl stellte. An jedem der vier Wege saß ein steinerner Affenfigur mit einer Inschrift darunter. So, einen der vier Wege müssen wir nehmen. Mir kommt das meiste davon nicht bekannt vor. Ich tippe auf 2 oder 3. Und wir müssen zur Lagune, wenn ich mich nicht irre. Die ist hier oben. Das tut aber, glaube ich, nicht zur Sache. Es wird irgendein Logikrätsel sein. Also, Weg 3 führt zur Lagune. Kann also nicht richtig sein. So, Weg 3 sagt, Weg 4 führt zur Lagune. Und Weg 4 sagt, der Affe lügt. Und hier steht, dieser Weg führt nicht zur Lagune. Also ist der Affe richtig, weil der sagt, Weg 3 führt zur Lagune. Also müssen wir das hier suchen. Was für ein Quarkrätsel. Ja. Das ist ja doch übelst dunkel. Es sind aber Palmen drauf, hier sind keine Palmen. Hier machen wir schon. So, hier nicht. Hier nicht. Falsche Palmen. Nein. 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 Kann es sein, dass ich gerade nichts davon gefunden habe? Das ist schon offen. So, das ist auch offen. Offen. Das ist zu, davon ist es aber nichts. Das ist zu, davon ist es aber nichts. Das ist offen, das ist offen. Das ist zu. Davon ist es aber nichts. Das ist offen. Das ist offen. Das hier ist zu. Davon ist es aber nichts. Das hier ist zu. Davon ist es aber nichts. Das ist zu. Wo wollen wir überhaupt hin? Sieht ja fast so aus, als ob das hier wieder mal so schön geklebt, als ob das hier sein könnte. Und bei zweitens steht aber, dieser Weg führt nicht zur Lagune. Mussten die nicht zur Lagune laufen? Dieser entsprang der Lagune. Mark macht sich also auf den Weg zur Lagune. Und entdeckt Sophie. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die immer noch... Genau, ein Weg führt... Ach genau, ein Affe sagt die Wahrheit. Und das wäre Affe 2. Weil er sagt, dieser Weg führt nicht zur Lagune. Das heißt, der lügt, weil er sagt, es geht zu 3. Der sagt, Weg 4 führt zur Lagune. Der lügt aber, weil er nicht hier hingeht. Und der sagt, Affe 4 lügt. Dann könnte er aber auch doch recht haben.
Also ich dachte, weil ich hier unten mal wieder nicht gelesen habe, ich dachte, wir suchen den Weg zur Lagune. Und ich gesagt, wenn der sagt, der lügt und der sagt, es fährt, geht zu viertens und der sagt, es ist Weg 3, dann denke ich, dieser Weg führt zur Lagune. Nun suchen wir aber die 2, so wie es aussieht. Wenn wir das jetzt nochmal machen, ja, also das hier ist das da. Wir suchen also Weg 2. Genau, ein Waffe sagt die Wahrheit. Das muss also laut Bild dieser sein. Dieser Weg führt nicht zur Lagune. Das heißt, dieser Weg führt zur Lagune. Nee, warte mal. Sorry. Dieser Weg führt nicht zur Lagune. Das ist also seiner Meinung nach die Wahrheit. Nee, des Spiels, der Meinung der Spielemacher ist das die Wahrheit. Der sagt, Lagune, Weg 3 führt zur Lagune. Der lügt. Und das heißt, der hier führt nicht zur Lagune. Der hier übrigens auch nicht. Das Ding sagt, Weg 4 führt zur Lagune. Da der aber lügt, weil es sagt nur der die Wahrheit, heißt das, das hier führt nicht zur Lagune. So, der sagt, Weg 4 führt zur Lagune, ne? Der lügt. Und der hier sagt, der Affe an Weg 4 lügt. Wenn aber alle drei lügen, dann lügt der auch. Und wenn der lügende Affe sagt, dass der hier lügt, dann heißt das, der hier lügt nicht. Und das heißt, das Rätsel geht nicht auf. Ich hoffe, das ist logisch für euch. Wenn die drei lügen und das hier der richtige Weg ist, dann lügt er auch, wenn er sagt, dass der lügt. Und das heißt, der sagt die Wahrheit. Und dann muss es drittens sein und nicht zweitens. Meiner Meinung nach. So, wir probieren jetzt aber das aus, weil die anderen finde ich nicht. Und das hier sieht halt irgendwie aus wie das da. Ich gucke jetzt zwar noch mal nach hinten, aber hier ist halt dieses Palmenbild von drittens ist hier nicht. So, und das heißt, wir müssen das aufschneiden und hier drin müsste eine 12 stehen. Okay, mal gucken. Hier drin steht übrigens auch eine 12. So, das heißt, der zweite Affe sagt die Wahrheit. Und das heißt, Affe 3 und 4 widersprechen sich. Da hätte beim vierten Affen stehen müssen, der dritte Affe sagt die Wahrheit. Und wenn der vierte Affe lügt, dann lügt der dritte auch. Sonst geht dieses Rätsel nicht auf. Haben Sie sich nicht gut überlegt? Oder sehe ich das falsch? Also schreibt mir bitte in die Kommentare, ob hier der Logikfehler bei mir liegt oder bei den Herstellern. So, ansonsten war es aber das richtige Türchen. Müssen wir also wohl irgendwie richtig gemacht haben. So, und dementsprechend sagen zwei Affen die Wahrheit, nämlich der zweite und der dritte. Die zwei sagen die Wahrheit. Oder? Ja, die zwei sagen die Wahrheit. Weil der vierte sagt, der Affe am Weg 3 lügt. Und wenn der lügt, heißt es, der dritte sagt die Wahrheit. Da gibt's nichts mehr zu diskutieren. Gut, sei es drum. Ich mache jetzt trotzdem noch eins. Und sieht ganz spannend aus, das Rätsel. Wir sehen uns morgen wieder.